Herzlich willkommen zu Charts und Co., der Finanzmarktanalyse bei Börse Stuttgart TV. Das erste Börsenhalbjahr 2014 ist mittlerweile Geschichte. Insbesondere für Börsenbullen waren es jedoch erneut sehr erfreuliche 6 Monate. Die Aktienhausse hat sich weiterhin fortgesetzt und das bereits zum 5. Mal in Folge. Doch wo es viel Licht gibt, gibt es zumindest auch ein wenig Schatten. Und im Rahmen der heutigen Sendung wollen wir uns die Gewinner sowie die Verlierer des ersten Börsenhalbjahres genauer ansehen und insbesondere auch abklären, wo die größten Chancen in den kommenden 6 Monaten liegen. Und hierzu schalten wir nach München zu Jochen Stanzel, Finanzmarktanalyst bei Godmode Trader. Herr Stanzel, was waren denn für Sie die größten positiven Überraschungen des ersten Halbjahres? Ja, mir hat es sehr gut gefallen, dass sich die Aktienmärkte gut entwickelt haben. Der DAX hat hier die 10.000-Punkte-Marke erreicht, hat das Intraweek getan, hat also diese Marke noch nicht wirklich als psychologischen Widerstand gebrochen. Er hat das aber dennoch erreicht. Das ist ein Meilenstein. Wir hatten eine zähe und lange Belastungsphase, wenn wir uns da mal zurückerinnern. Wir hatten schwache Wirtschaftsdaten aus den USA, just zu dem Zeitpunkt, wo die US-Notenbank zu drosseln begann, die Ukraine-Krise, Probleme in den Schwellenländern und so weiter. Es ist gut, dass der DAX hier trotzdem aus dieser breiten Seitwärtsspanne nach oben ausbrach und nicht hier in den doch oft gesehenen starke Korrekturübergang. Aber ich betrachte die Anstiege an den Aktienmärkten mittlerweile mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Schauen wir uns die Handelsvolumina an. In den USA haben wir da gerade Statistiken bekommen. Die lagen im Juni bei 18% unter dem Vorjahr und damit auf dem tiefsten Stand seit 8 Jahren. Bedeutet, die Kurse steigen immer weiter. Aber immer weniger Menschen partizipieren daran. Viele denken sich wohl, okay, die Korrektur kommt nicht, aber die Korrektur kommt nicht, ich kaufe ein wenig, um nichts zu verpassen, und die warten alle auf die große Korrektur. Wer ist in den vergangenen Monaten besonders negativ aufgefallen? Also meine negative Überraschung des ersten Halbjahres war die EZB mit den weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen. Ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass sie zu diesen Maßnahmen greifen wird, weil wir, wenn wir uns die Renditen der südeuropäischen Länder anschauen, der Bundesanleihen dieser Staaten mit Italien, Griechenland und so weiter, die waren bereits deutlich gesunken. Sprich, das bedeutet, der Markt vertraute bereits der Fähigkeit der Regierungen, ihre Haushaltsdefizite unter Kontrolle zu bringen. Nicht da jetzt sich komplett zu entschulden, aber zumindest die Probleme, den Problemen Herr zu werden, vertraute der Markt. Dann hatten wir die Aktienmärkte, die hatten sich bereits stabilisiert, auch in Griechenland zum Beispiel. Die hatten bereits antizipiert, es geht aufwärts. Also auch der Aufwind bei Immobilienpreisen in Deutschland, also da hat man gesehen, auch die Immobilienpreise in Spanien zum Beispiel haben zu Jahresbeginn bereits so eine Talsohle ausgebildet. Also warum braucht man da noch günstigere Zinsen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass der Euro auf dem Weg war, hier nach oben durchzustarten. Das hätte natürlich auch der Konjunktur in Europa und der Eurozone hier das Ganze gelähmt. Wir haben hier natürlich, wenn wir jetzt noch billigeres Geld bekommen, vielleicht irgendwann Negativzinsen bekommen. Das ist natürlich alles irgendwo, muss man das auch mit Vorsicht genießen. Es ist mittlerweile die EZB selbst, die vor den Folgen ihrer eigenen Geldpolitik warnt, sprich möglicherweise eine Abkopplung der Aktienkurse von den Realitäten, möglicherweise eine zu hohe Risikoneigung der Anleger, die sich auch irgendwann revidieren kann, ins Gegenteil umkehren kann, und das kann zu Verwerfungen an den Märkten führen. Jetzt sehen wir aber, dass die Kurse, wenn wir uns den DAX anschauen, der ist bei 10.000 Punkten, auch die Renditen der Bundesanleihen oder der Anleihen der Euro-Staaten sind sehr niedrig. Sprich, das hat zwei Erwartungshaltungen, die der Markt hier in einem extremen Ausmaß ausgebildet hat. Erwartungshaltung Nummer eins ist die Konjunktur und die Gewinne der Unternehmen, was die Aktienseite angeht. Die müssen sich jetzt wirklich in dieses gewachsene Korsett reinwachsen. Und was die Anleihen angeht, die niedrigen Renditen, da ist es kommentiert, dass jetzt wirklich die Regierungen auch die ganzen Strukturreformen und Sparmaßnahmen umsetzen, die geplant sind. Wenn eines von beidem nicht funktioniert, dann haben wir sofort wieder Risse an den Märkten. Und da werden auch von Investoren dann diese jeweiligen Märkte abgestraft. Wenn man sich die Einzelaktien anschaut, sage ich eine Lufthansa oder jetzt gerade Billfinger ist ein neues Beispiel, da wurden Erwartungen, die sehr hoch gesteckt sind, nicht erfüllt. Und das führt dann zu dramatischen Kursverlusten. Schauen wir nun etwas in die Zukunft. Wie eingangs bereits erwähnt, sind die großen Indizes hierzulande, aber auch in den USA erneut sehr gut gelaufen. Wird vor diesem Hintergrund nicht langsam, aber sicher die Luft etwas dünner?
Also grundsätzlich steht der DAX gut da, auch die Wall Street, der S&P schön im Aufwärtstrend, da brennt überhaupt nichts an. Es scheint aber, dass sich die Leute immer weniger bereit sind, hier noch im großen Stil einzusteigen und die hohen Kurse auch wirklich zu bezahlen. Die Leute sind aber trotzdem optimistisch, was den DAX angeht, weil halt einfach das billige Geld weiterhin fließt und die Konjunktur ja auch nicht die Grätsche macht, sondern moderat wächst. Die Bank for International Settlements, auf Deutsch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, das ist quasi die Zentralbank der Zentralbanken, die warnt davor, dass die Anstiege bei Aktien immer weniger damit zu tun haben könnten, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt, dass sich da also ein bisschen was abkoppelt. Auch die EZB, ich habe es gerade erwähnt, hat gewarnt vor möglichen spekulativen Überhängen. Die Volatilität bleibt auf der anderen Seite niedrig, trotz dieser Risiken. Seit über 2 Monaten gab es an der Wall Street keinen einzigen Tag, an dem der S&P 500 Index um mehr als 1% gestiegen oder gefallen ist. Wir waren immer drunter. Diese Schwankungen, diese hohe Zuversicht der Anleger ist ungesund, das ist unnatürlich und ich warne hier nicht vor einem unmittelbaren Crash, ich warne auch nicht allgemein vor einem Crash, das Umfeld dafür ist nicht da. Aber wir müssen uns, glaube ich, auf ein raueres und volatileres zweites Halbjahr gefasst machen. Was sind Ihre persönlichen Top-Picks für die kommenden 6 Monate? Also ich glaube, gerade wenn man höhere Volatilität bei Aktien darauf vorbereiten, dann muss man ein bisschen über den Tellerrand hinwegschauen und gucken, wo gibt es denn noch andere Märkte, die vielleicht nicht so ganz korrelieren mit dem, was da kommen könnte. Und da sind wir eben bei den Rohstoffen, die sich mittlerweile wieder durch eine sehr entgegengesetzte Korrelation zum Aktienmarkt auszeichnen. Also hier wirklich helfen zu diversifizieren, Risiken zu streuen. Und da sind meine Topics auch im Rohstoffmarkt zu suchen, gerade hier das Palladium, ein Edelmetall, das ich hier favorisiere. Gerade ging ja in Südafrika ein 6-monatiger Streit, der Streik, nicht Streit, das war ein Streit, aber auch ein Streik wurde geschlichtet, der 6 Monate fast ging. Die gesamte Platin- und Palladium-Minenindustrie in Südafrika stand still, da wurde gar nichts gemacht, die haben sich jetzt geeinigt und jetzt, nicht mal eine Woche später, gibt es Nachrichten über einen neuen Streik, wo wieder 220.000 Menschen möglicherweise auf die Straße gehen würden und könnten und dann würde die Produktion wieder stillstehen. Fakt ist, Palladium ist knapp, eine Lösung ist nicht in Sicht. Das Defizit auf dem Weltmarkt, das Angebotsdefizit, ist das größte in der Geschichte in diesem Jahr. Sollten die Streiks in Südafrika weitergehen, dann wird es noch schlimmer werden. Über 862 US-Dollar, das ist das Hoch hier aus dem Jahr 2011. Wenn wir da einen Wochenschuss drüber bekämen, wäre es gut für Preise über 1.000 US-Dollar pro Unze beim Palladium. Jochen Stanzl, Finanzmarktanalyst bei Gottmau Trader. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Sie, liebe Zuschauer, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Charts & Co., die Finanzmarktanalyse bei Börse Stuttgart TV.